Du sollst sagen, ob du gerne jetzt unsterblich wärst. Und dazu deine Begründung. Ja, heißt denn unsterblich, dass ich dabei immer noch alter? Das heißt, dass du... Elite-Pommes-LP. Hallo Coincraft und Dena. Also er hat nicht als Geld gewirkt. Würde gerne unsterblich sein. Ist aber komisch. Ja. Ja. Nein, also ich finde einfach, ich hab keinen Bock mehr, wenn jeder gerne unsterblich ist, ne? Also wenn jeder unsterblich ist, hätten wir erstmal das Problem, dass wir viel zu viele Menschen wären, dass es viel zu viel Chaos gäbe, weil alle möglichen Leute irgendwie Scheiße machen würden, von Hochhäusern springen würden, sich Flugzeuge schnappen würden und irgendwie rumfliegen würden, weil jetzt man kann ja nicht sterben. Und das wäre einfach viel zu bescheuert. Das wäre doof. Ich keinen Sinn in der Materie. Materie? Materia? Materia. Was? Hört ihr auch Materia? Bis der Endboss. Nee, das ist, oder? Ich spring von Level zu Level zu Level zu Level. Ich war jetzt gerade in irgendeinem Keller und hab mir Glas gegen Kohle getauscht. Das war bestimmt meiner. Aber ja, jetzt kommt eure Meinung. Glas. Ich brauchte gar kein Glas, aber trotzdem. Okay, ist okay. Was war das Ding? Unsterblichkeit. Wenn jeder unsterblich wäre, wie fändest du das? Oh, ich finde das... Nein, wenn ja. Scheißendreck und so. Na gut, dann wäre halt unsere Gesellschaft komplett anders organisiert. Kann man denn dann noch Kinder zeugen? Das wäre wahrscheinlich verboten. Verboten? Was wäre dann überhaupt noch organisiert, Dena? Du, stell dir mal vor, was dann passieren würde alles. Ja, stell dir mal vor. Ja, letztlich dasselbe wie so nur 10 Jahre früher. Stell dir mal vor, es wird in 2000 Jahren... Die Erde ist kurz vorm Kollabieren wegen was weiß ich, und dann wird eine Gruppe ausgewählt, die bekommen Tränke, die man davor erfunden hat, dass man unsterblich wird, und sie lassen sich auf einen neuen erdähnlichen Planeten wieder, den man gefunden hat. Wie man da hinkommt, wurde bis dahin auch erfunden, und dort sind sie unsterblich und müssen halt deswegen eine neue Gesellschaft organisieren und eine neue Gesellschaftsform. Und wie soll das organisiert werden? Das ist ja so, kann man die Frage formen und sie so. Wenn du damit jetzt auf den Film 2012 hier andeuten willst, dann muss ich leider sagen, das 2000, erstmal, es ist, nein, ja, spiele ich nicht aus. Spiele ich auch, aber wenn da irgendeine Gruppe, sag ich mal, ausgewählt wird, ich will kurz und du meinst Frage, dann, ja, wenn die dann einen Trank haben, um unsterblich zu werden, und wenn die dann da irgendwie auf einen Planeten gehen, wo man leben kann und bla, dann kann man theoretisch auch dieses Kollabieren aufhalten, wenn sie soweit sind. Das wird einfach nicht passieren. Es gibt keinen Trank, mit dem du unsterblich bist. Ja, darum sagte ich ja, dass das einfach, wenn man das mal als gegeben ansehen würde. Also, dass das so ist, und dann, wie die dann die organisieren die. Trotzdem hat das jetzt gar nichts so mit Unsterblichkeit zu tun. Was das wäre, wenn jetzt wir alle unsterblich wären? Doch, das ist doch... Würdest du das... Es war ein Gedankenexperiment. Das sagt man sogar auf Englisch. Nö. So. Doch, doch. Darf ich trotzdem, wenn du dann stelle ich für dich, Luca, mal eine einfache Frage: Wie komme ich aus deinem Labyrinth hier raus, aus deiner Höhle? Dann kannst du auch mal antworten. Wie geil, du in Disney. Haben wir. Ja, Entschuldigung, ich will echt nur hier raus. Ich will nur raus. Oh, ich hab's gefunden. Du musst nicht sagen. Oh, doch nicht. Mann. Hältst, antworte doch mal vernünftig. Was hältst du davon, wenn du jetzt auf einmal unsterblich wärst? Was würdest du dann sagen? Alter, ich würde erstmal von einem Hochhaus springen, allein weil es so ein geiles Gefühl ist, zu fliegen. Ja. Wenn du fällst, ja, mehr oder weniger. Keine Ahnung, ich glaube, da muss man ganz viele Fragen der Menschheit neu machen. Zum Beispiel, gibt es einen Gott? Und was macht Gott, wenn du tot bist? Das ist ja jetzt mal anders formuliert, die Frage. Jetzt nicht, wenn man jetzt unsterblich wäre, bla bla, sondern würdest du gerne unsterblich sein? Aber bloß nicht, ey. Das wäre voller Stress. Ich wäre eigentlich auch nicht gerne unsterblich. Aber ich würde gerne ewig so 25 Jahre alt sein oder so und nicht irgendwann mit 60 oder 70 krepieren. Also ich denke mal, das Leben ist wahrscheinlich schon irgendwo geiler, wenn du so, weiß ich nicht, so im Bereich, weiß ich nicht, 16 bis 35. Das ist so die deine Hochzeit. Und wenn du das so ewig konservieren würdest, könntest. Konservieren? Konversieren. Das stimmt, was willst du eigentlich raus? Ja. Hm?
Auf was willst du eigentlich raus, ey? Das frage ich mich auch mal bei seinen ganzen Ansätzen. Ich versuche die teilweise relativ sinnfreien Fragen so umzudeuten, dass sie so einen Sinn haben. Du versuchst ein Niveau reinzubringen. Ja, das wollte ich sagen. Ey! Aber er gleitet dabei einfach immer so am Thema vorbei. Es war die Frage, was würdest du jetzt gerne unsterblich sein? Er kommt an, ja, ich wäre jetzt gerne 25 Jahre die ganze Zeit, so für immer jung. So, du sollst sagen, ob du gerne jetzt unsterblich wärst. Und dazu dann eine Begründung. Ja, wenn heißt ich unsterblich, dass ich dabei immer noch alter? Das heißt, dass du egal wie alt du bist. Unsterblich heißt du nix tot. Das heißt, ich lebst bleibe ewig 18. Nein, du wirst halt ganz normal alt und dann irgendwie in dem Alter von so, sag ich mal, 80, wo so halt so die meisten alten Leute, die halt noch gesund sind, halt dann irgendwann auch krepieren. In dem Alter lebst du dann einfach weiter und wirst halt immer älter und verschrumpelst dann irgendwie so. Hey, oder das du ist bist halt am Kacke. Deswegen, ja. Ja, das ist natürlich blöd, aber darum habe ich doch diesen neuen Aspekt. Das kommt halt drauf an. Ich will ja nicht ewig in dem Zustand, in dem 80-Jährige leben. Da will man doch nicht ewig leben, da will man keinen Bock mehr. Aber wenn du ewig also, sag ich mal, zwischen 16 und 35 in dem Alter irgendwas bist, da kann man doch ewig leben. Ist doch angenehm. Wenn. Das ist doch Frage, das sind ja Fragen. Deswegen ja sozusagen der mit inbegriffen. Ah, wer greift mich an? Die Frage nach dem Grund. Nein, nach dem Leben. Sinn des, auch was nach dem Tod passiert sozusagen. Weil wenn man jetzt annehmen würde, dass nach dem Tod einfach dein kompletter, die Zellmasse, alles was da drin ist, halt irgendwie halt, ja, nicht mehr funktioniert, kollabiert und man deswegen dann logischerweise gar nicht mehr denken kann, nach nichts mehr denkt und so weiter und so fort, dann gibt es ja nichts nach dem Tod. Das ist also die Frage, will man einfach weg sein oder will man noch irgendwas erleben im Leben und darum unsterblich sein? Ich glaube, der Tod macht das Leben erst lebenswert, um mal hier so ein richtig episches, philosophisches Zitat reinzubringen. Und jetzt dürft ihr damit weiterhandeln. Ich muss man so lebt, viel sagen um zu sterben. Und du sagst nur so wenig. Ja, ich sag ein Zitat und... Ich sag auch nur ein Zitat, man lebt, um zu sterben. Oh, ist auch schön. Ich baue mich jetzt übrigens einfach nach oben, weil ich keinen Ausgang finde. Naja, ich lebe, weil ich würde gern immer 25 sein und ja... Ja. Boah, Contract, voll geil, wie du in man stay und so. Ey, das hast du von Dena geklaut. Deswegen Hashtag Dena-Style. Hashtag Dena-Style. Du bist doch hier, Skate, du bist auch so ein Twitterer, oder? Ja. Twitterer. Ja. Auf jeden Fall, glaube ich, mehr als Luca. Ja, ich glaube schon. Ja, oder mehr als ich auch. Also ich habe ja einen Twitter-Account und so weiter, aber ich, also... Twitter-Account. So und so, ich twitcher da auch manchmal. Ich folge ja echt immens wenig Leuten. Dann habe ich mal Dena gefolgt. Mhm. Und dann kam da einfach nichts. Dann habe ich mir gedacht, ja, halt nicht. Dann deabonniere ich. Deabo bei YouTube. Ja, ich verstehe den Sinn nicht, wenn jemand keine Sachen bringt, zum Beispiel keine Videos auf YouTube, warum sollte man denn dann deabonnieren? Man abonniert doch, um zu warten, um zu sehen, wenn etwas kommt. Warum deabonniert man jemanden, wenn kein Video kommt? Also oder bei warum? Twitter ist es bei mir so, ich folge Leuten, mit denen ich dann wirklich auch aktiv dann irgendwie was antworten kann, schreiben kann. Und wenn die nichts mehr twittern, dann halt nicht. Dann hasse ich den, ey. Ich hasse den richtig doll. Brauchen wir mal die Schere. Ja, Schere hattest du doch von mir, glaube ich. Habe ich dir wieder gegeben. So, jetzt warte mal ganz kurz. Was ist 7 mal 13? 15. Das sind... Ja. 91, das heißt, wir haben in anderthalb Minuten wieder ein neues Thema. Okay. Ja, wo bist du, Luca? Weil ich hätte für dich deine Spitzhacke zurück. Brauch die Schere. Luca? Die Schere. Schere? Ja, hier. Jetzt wollte ich gerade hier den Dena von hinten hauen, aber wäre leider ein bisschen schneller wie ich. Warte, schaffe ich das da rüber zu werfen? Hey! Warte. Ey, warte! Oh ne, das kriege ich nicht. Da hinten seid ihr. Warte, ich muss. Das ist jetzt so grüne, lila eine Kacke. Skate, beeilst du dich bis mit deinem Haus, weil du hast jetzt noch genau 2 Folgen. Also 30 Minuten. 26 Minuten. Das wird knapp. Du hast 8 bekommen, oder? 10. 10? Echt? Willst du da. Wie viel braucht man für den Dings-Table? 9. Ne, 8. 8. Nein, ich meine, das ist für die Chest. Für den Table braucht man 4, glaube ich. 3 oder 4. Oder 3 unten oder vielleicht braucht man sogar 5. Ne, ich glaube, man braucht nur 3 unten. Warte, ich guck kurz nach. Ich glaube, man macht 3 unten. In der Chest, ne? Und da braucht man noch einen an der Seite in der zweiten Reihe. Also 5. Ich brauche eher mal was zu essen und dann die Dinger. Essen hier. Essen? Oh, Kartoffeln, gebratene. Ja. Verwöhnst du mich? Jemand braucht 8 und ein Enderauge.
Nein, ich meine für die, ich meine für den Enchanting Table. Ach, wieso willst du denn so ein Enchantment Table bauen? Ich hab doch erst. Ach, ich hab 20 Level. Lol, woher hab ich 20 Level? Okay, cool. Du hast. Okay, Enchant. Was? Wir hatten schon mal so viele Level und du willst keinen Enchanting Table? Ich will den so schnell wie möglich haben, um endlich meine Level zu verzaubern, damit ich die nicht wieder verliere, wenn ich sterbe. Die ganze Zeit voll Angst zu sterben. Weil dafür braucht man 4 Obsidian, 2 Diamanten und ein Buch. Oh nein, ich habe einen Diamanten. Wie viele? Du brauchst 2 Stück oder 2... 2 Diamanten und 4 Obsidian. Also, und du hast 10, das heißt, du brauchst noch 2. Da. 2 Obsidian. Was? Jetzt brauch ich noch 2. Ja, weil du hast doch 10. Du brauchst 8 für deinen Obsidian Chester und 2... Achso, das hast du jetzt auch schon einberechnet. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal da pennen. Gute Nacht. Ey, Dina, du rechnest so schnell, ey. Boah, Hammer. Plus 4, ey. Du bist so gut. Skate. Ich such nur die Schere. Wir wollen schlafen und du? Ich suche eine Schere. Was tust du? Was hast du dir genommen? Du hast dir eine Spitzhacke genommen. Nein. Ich suche nur eine Schere. Ich hab keine Schere. Schläfst hier, dann 2 Eisen. Was braucht man nochmal, um Ende Auge zu machen? Brauchen wir da nicht Blaze Powder? Wir müssen in Ende Auge? Ja. Wir brauchen mehr Obsidian. Du brauchst eine Enderperle von einem Ender und ein... Warum hast du kein Doppelbett? Blaze Rod, oder? Von Nether. Wir waren noch gar nicht im Nether, oder? Nee, wir brauchen mehr Obsidian. Lass uns das in so eine tolle Position bauen, so ganz thronisch. Legen wir uns jetzt schlafen, oder? Ja, ich lege jetzt gleich im Bett. Und du, Skate? Ja, ich suche mir gerade noch ein Bett. Du kannst zu mir kommen, ich habe ein Doppelbett. Ah, ich habe eins gefunden. In irgendeinem Fresserbett. Bestimmt Sparks auf. Die Baustellen sieht voll geil aus, das Haus. Dana und Spark. Guten Morgen. Ja. Frohe Sorgen. Die Baustellenshow, ich weiß noch, den und ich waren nur am Plappern und Spark hat einfach da sein Haus gebaut, war trotzdem noch nachher nicht fertig. Weil er einfach mal bei seinen Videos geguckt hat, weil er es einfach immer gleich baut, bei allen Videos. ich hab grad echt Unikathaus. Ja, es mal, sieht auch echt nicht schlecht aus. Aber trotzdem, Luca, einmal schnell, kann ich schon mal das Portal bauen. Hatten wir nicht ein neues Thema? So vor 1,5 Minuten? Ach ja, warte, das wollte ich jetzt eben sagen. Und Portal kannst du mir noch sagen, dann baue ich es da noch hin schnell. Hallo? Portal? Ja, warte, 2 sind 4 sind 10 brauchst du dafür. Ich hätte ein Thema. Ist E-Zigarette für 12-Jährige okay oder sollten sie nur für Ältere zulässig sein? Von XXX Loki LP XXX. Wo kommt denn die Diskussion her, dass E-Zigaretten für Minderjährige... Das frage ich mich gerade auch. Alter. Ein anderes Thema. Das ist, da könntest du genauso Shisha für Minderjährige erlauben oder so. Das Prinzip ist ja das selbe. Komm, lass uns einfach mal jetzt über Rauchen reden, sag ich mal. Oder Thema, über Thema für die Together-Show. Wieso sucht Dena eigentlich immer so viel bessere Themen als Concrafter raus? Junge, jetzt halt die Schnauze. Du warst die ganze Zeit damit beschäftigt, Kommentare rauszusuchen, die negativ waren über unser Verhalten hier. Nee. Ich hab Dena so gesagt, das kann Skate sogar bezeugen. Dann kommt Skate noch mit irgendwelchen subtilen Themen an, die er von uns beantwortet haben will, über die wir jetzt besser nicht reden. Oder wollen wir einfach darüber reden? Nee, wäre nicht gut, oder? Wo wollen wir denn das Nether-Portal hinmachen? Ich baue das jetzt, sonst verbaue ich mich. Was? Ja, warte, ich komme. Was? Und wie findest du meine Hütte? Nein, aber die Sache ist, ja, schön. Die Sache ist wirklich gewesen, dass wir keine Kommentare gefunden haben, weil einfach so wenig Kommentarfragen gestellt werden. Das ist einfach so. Das verstehe ich auch gar nicht. Wenn ihr eine gute Kommentarfrage habt, seht, dann gebt dem bitte einen Daumen nach oben, damit wir es leichter sehen können. Oder von mir aus, ist mir auch egal. Von mir aus könnt ihr auch das Gleiche nochmal schreiben. In etwas abgewandelten Form. Nur damit wir es halt irgendwie dann sehen. Am besten Daumen hoch. Vor allem, ich würde doch mal sagen, die können uns auch eigentlich auf unsere Facebook-Seiten Themen schreiben, oder? Weil da bin ich eigentlich öfter drin, als hier in den YouTube-Kommentaren. Ja, aber ich finde das eigentlich schon ganz... Nee, nein, macht's nicht, hört sofort auf. Nein, weil dann sind überall Themen verstreut. Schreibt die bitte nur, zumindest für mich, nur in eine der aktuellsten Folgen einfach rein, weil dann können wir vor der Aufnahme einfach in die Together-Show-Folgen reingucken. In die alten und schauen, wo da Themenvorschläge sind. Weil sonst muss ich nochmal, vielleicht hat auch jemand was bei Facebook geschrieben, vielleicht hat jemand was bei Twitter geschrieben, vielleicht hat jemand was bei Google Plus geschrieben, aber bei Google Plus ist ja niemand. Richtig, das brauchst du gar nicht erst annehmen. Und SchülerVZ? SchülerVZ. So, also. Ja, keine Ahnung, also packen wir das Thema einfach beiseite. Auf Befehl. Also, das ist krass. Okay, wie viele Themen haben wir denn noch für wie viele Videos? Ich habe noch 2. Das sind aber auch komische.